Die Neuauflage des Mercedes GLA lehnt sich optisch nah an die neue A-Klasse an. Ein breiter Diamantgrill, kleinere und spitzer verlaufende Scheinwerfer, Stoßfänger mit seitlichen Lufteinlässen inklusive Luftleitblechen gelten als gesetzt. Die deutlich höhere Dachpartie verspricht in Kombination mit der leichten Verlängerung von Radstand und hinterem Überhang mehr Platz im Fond und im Kofferraum. Wie in der neuen A-Klasse wird auch im GLA das riesige Widescreen-Cockpit verbaut. Die unter einem Glaspanel positionierten Displays sind auf S-Klasse-Niveau. Analoge Instrumente haben ausgedient. Sogar die Basisversion kommt mit voll digitalen Anzeigen. Einzig die Größen der Displays variieren je nach Ausstattungsvariante. Auch das neue Mercedes Infotainment-System MBUX werden wir im neuen GLA finden. Besonderes Highlight, es veraltet weniger schnell, da sich das System mit Updates over the air lange auf dem aktuellen Stand halten lässt. Die Motoren stammen ebenfalls aus dem Portfolio der A-Klasse. Anfangs wären das zwei Benziner und ein Diesel. Die Benziner-Baureihe hat 1,3 Liter Hubraum und gibt bis zu 163 PS an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe weiter. Auch ein manuelles 6-Gang-Getriebe und Allradantrieb bietet Mercedes an. Eine Zylinderabschaltung soll helfen, den Verbrauch des Vierzylinders zu reduzieren.